Instagram. Eine der wenigen Frauen, die in der Helene aktiv sind. Sie hat einen Raptor E720 elektrisch betrieben. Das Ganze auch mit Sprinter Medlex 700, also 700 mm Rotorblätter drauf. Abschlussgerecht. Auch hier ungefähr 5 Kilo. Gesteuert mit 10 S-Nipo, also 10 Zellen. Und wie man sieht, die Bohle gehört nicht zu den Frauen, die eigentlich nur Kreise fliegen. Oder kann auch sehen, eine der wenigen Frauen, die wie gesagt auf das Radier fliegen lassen. Die ist hier jetzt mal als Vergleich ungefähr 2000 Umdrehungen. Der 4-Blatt-Kopf hier wurde mit 1200 geflogen, also deutlich weniger Drehzahl. Der Raptor ist auch eine 3D-Maschine, also ein absolutes Sportgerät. Nicht der Sinn, vorbildgetreu auszusehen, sondern wirklich. So, hier sieht man leider das System, also auch wieder ein Hubschrauber ohne Paddelstange, was heutzutage eigentlich fast Standard ist. Also Paddelstange sieht man nur noch sehr selten, zumindest in der Wettbewerbsfliegerei. Das Ganze wird hier stabilisiert durch einen Schaumstab von Mikado. Auch bei Simone, denke ich mal, dass auf jeden Fall ein Applaus wäre.